Vor wenigen Tagen wurde eine 17-jährige Brasilianerin leblos in ihrem Zimmer aufgefunden. Der Grund ihres tragischen Todes ist außergewöhnlich sowie besorgniserregend zugleich. Mehr dazu nach dem Intro, los geht's. Luisa Fernanda Gama ist angeblich beim Spielen mit ihrem Smartphone ums Leben gekommen. Wie das funktioniert? Angeblich habe sie einen Stromschlag von ihrem Smartphone bekommen. Das Handy war am Ladekabel angeschlossen und gleichzeitig an Kopfhörern, die in den Ohren der 17-Jährigen steckten. Gegen 17 Uhr fand die Familie die leblose Teenagerin in ihrem Zimmer auf. Wie brasilianische Medien berichten, soll das Smartphone zerstört gewesen und die Kopfhörer in ihren Ohren geschmolzen sein. Eine Stunde nach der Tragödie versuchten Ärzte, sie im Krankenhaus wiederzubeleben, jedoch vergeblichst. Das Absurde, ausgerechnet ein Unwetter soll Schuld an der Fehlfunktion des Handys gewesen sein. Laut Angaben der Angehörigen soll es während des Unglücks zwar nicht geregnet haben, jedoch habe es regelmäßig geblitzt. Ob das Handy Schuld an dem Tod des jungen Mädchens ist, ist bis jetzt unklar. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn ihr jetzt etwas Aufheiterung braucht, dann einfach hier klicken. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.